Wer mein Livestream am Montag gesehen hat, wird mitbekommen haben, dass ich diese Box bekommen habe von der guten Sabrina. Und ich glaube, wir werden heute Shinies jagen. Dementsprechend öffnen wir diese 200-300 Euro ETB. Also je nachdem, wo ihr es halt kauft oder finden solltet. Und der Geruch von verbranntem Geld. Es ist einfach fantastisch. Wie gesagt, ich kann nur tausendmal Danke sagen, dass wir diese Box jetzt hier überhaupt öffnen können. Dank Sabrina, die den Kanal eh schon supportet wie sonst was. Also da tausend Küsse gehen raus. Und es riecht fresh. Es riecht minty fresh. Und wir hoffen natürlich, in dieser Box das Glurak zu ziehen, was zurzeit über 800 Euro geht. Von daher schauen wir einfach mal, was wir hier heute drin haben. Wir haben 10 Booster an der Zahl. Wir haben natürlich die wunderbaren Folien und ganz wichtig, ne? Also wir haben nicht nur 10 Booster der gefragtesten Edition überhaupt, sondern halt auch eine der wunderbarsten Promokarten ever. Arktos, Zapdos, Lavados. Dreiheitsbrand, Legenden der Lüfte GX. Es ist eine deutsche Box. Ich hoffe, dass wir heute was ziehen. Wie gesagt, ich komme gerade aus dem 100 Booster Livestream, wo ich 500 Euro zerrippt habe. Jetzt zerrippe ich hier noch mit euch zusammen diese ETB. Und ja, lasst ein Däumchen da. Ich habe mir noch mehr verborgene Schicksal-Boxen bestellt. Es wird gigantisch. Es wird gigantisch. Ich habe mir richtig was gegönnt, sage ich mal. Für euch. Von daher freut euch einfach auf die kommenden Openings. Es wird fantastisch. Und ich versuche hier mal das Pack vernünftig aufzubekommen, weil ich habe keinen Bock, hier irgendeine Karte zu beschädigen. Ja, es wird einfach nice. Es wird einfach nice. Also, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Würde mich freuen. Und wir öffnen jetzt dieses wunderbare... Sabrina! Etwas. Hidden Fates kam letztes Jahr raus. Ist einfach ein Set, was gigantisch abgeht. Also, jeder Mensch möchte dieses Set gerade kaufen, weil es halt so heftig ist. Und können wir hier im ersten Pack gleich etwas ziehen? Na, leider nur ein Geowatts Reverse. Nicht mal eine Rare. Doch, es ist eine Reverse Rare. Und ein Bildanalyse. Eine sehr, sehr schöne Trainer Card. Nee, aber dieses Set ist halt einfach gigantisch. Ding ist halt einfach, wir bekommen ein Hidden Fates oder ein Hidden Fates, verworrenes Schicksal Reprint. Frage ist bloß, wie groß ist dieser Reprint? Wie viele Karten wird er beinhalten? Und werden wir hier in Deutschland was davon haben? Weil es ist ein UK-Print. Ich glaube, Amerika bekommt noch einen, Singapur bekommt noch einen. Aber hier in Deutschland werden wir eigentlich nichts davon haben. Es sollen keine deutschen Karten gereprintet werden. Ist das im Fokus? Ich hoffe, dass die Karte im Fokus ist, so ein bisschen. So sind sie auf jeden Fall im Fokus. Stern, du. Pummeluff. Sabrinas Vorschlag. Sabrina! Da bist du! Aquana Holo hier als erste Foil-Card. Sehr geil. Ich habe nicht mal einen Kartentrick gemacht. Und die Misty! Wie die am Twerken ist. Aber hey, Leute. Ne? Macht nichts Falsches. Macht nichts Falsches. Huh. Sabrinas Vorschlag, ey. Das war wirklich Sabrinas Vorschlag, hier diese Box zu öffnen. Und ich bin eher jemand, der sagt, yo, ich öffne lieber eine größere Box als Tinboxen, weil ich glaube, dass tatsächlich in diesen größeren Boxen mehr Full Arts drin sind. Habe ich gesagt. Ob es stimmt? I don't know. Vielleicht ziehen wir hier auch gar nichts drin und haben dann einfach, wie gesagt, diese 200-Euro-Box getötet und wir kriegen gar nichts raus. Kann möglich sein. Wir können aber hier auch das Glurak ziehen und... Okay, da kam nur Glumanda. Da kam nur PP. Da kam nur Relaxe. Okay. Wir machen es spannend. Wir machen es spannend. Ich lege mal Sabrina hier hin. Vielleicht gibt sie uns ja die Power heute. Gib uns die Power, Sabrina. Come on. Let's go, ey. Es ist halt so krass, was mit diesem Set los ist. Ihr könnt hier so viele Karten drin ziehen, die einen unglaublichen Wert haben. Aber wie ich schon sagte, dieses Set ist gefragter als alles andere. Ihr findet die nirgendwo mehr zu kaufen, nur bei Drittanbietern auf eBay oder Amazon. Und da kostet eine Tinbox mit 4 Boostern, lass es 70, 80, 90 Euro sein. Es ist unverschämt krass, wie heftig diese Preise gerade sind. Aber, wie gesagt, man kann Karten drin ziehen, wie das Shiny Glurak. Und es ist... Oh mein Gott! Wir ziehen Shiny Nachtara in Deutsch! Das ist einer der seltensten Karten, die wir ziehen können. No fucking way. Niemals im Leben. Holy shit, no. No. Die Evolutions sind unglaublich in diesem Set.
Ich weiß nicht, wie teuer gerade die Karte in Deutsch geht auf Card Market, aber ich kann euch sagen, ich habe die Karte in Koreanisch gehabt. Und in Japanisch habe ich sie ebenfalls. Und da ging die schon 100er. Und es ist mit einer meiner liebsten Evoli-Entwicklung überhaupt. Und jetzt seht ihr das Potenzial von Verborgenes Schicksal. Wir haben eine Full-Art-Shiny-Karte gezogen mit einem guten Centering und die sieht wirklich great aus. Ich möchte die Karte eigentlich gar nicht drehen. Ich möchte sie direkt in eine Folie reinschieben. Boy, kein Whitening, kein gar nichts. Das ist eine Perfect-Card. Shiny Nachtara. Das ist die Magic von Verborgenes Schicksal. Goldkarten, Shiny-Karten, Rainbow-Karten, ihr könnt alles hier drin ziehen. Oh mein Gott. Das macht meinen gesamten Stream wieder besser. Ich bin so froh, diese Box geöffnet zu haben. Holy shit. Aber hey, there's still more. There's still more. Können hier noch krassere Karten drin ziehen, ey. Das Set ist unglaublich. Wie gesagt, ein Glurak und alles ist vergessen. Ein Glurak und alles ist vergessen. Vor allem Sabrinas Vorschlag. Again, Sabrina. Kuss geht raus, ey. Lass mir da was Gutes für dich einfallen. Sterndu. Flagmon. Tragosso, keine Shiny. Aber eine Starmie-Karte. Starmie GX. Sehr krass. Sehr krass. Und ich glaube, wir haben tatsächlich mit der Nachtara-Karte halt wie das komplette ETB-Ding raus. Was halt nicht immer möglich ist. Ne? Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Shiny-Karten in dem Set. Ich glaube, 94. Ist das möglich? 94? Steht hier drauf. Doch, 94. SV. Es gibt 94 Shiny-Karten im Set. Und dass ihr da safe halt eine zieht, die ja halt teuer ist, ist halt sehr gering, sag ich mal. Aber hey, kann passieren. Kann passieren. Ne? Oh mein Gott, ey. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ein bisschen geflasht. Vielleicht ziehen wir nochmal hier irgendetwas. Eine kleine Shiny. Oder ein Arbok. Oder ein Mew. Super süß. Mit Psychoschuss. Der Psychoschuss. Der Boy. Hoppala. Ist da runtergefallen? Das ist Arbok. No, Arbok. Stay here. Stay here forever, my boy. So. Zack. Weiter geht's. Wollen wir mal ein Skip-Pack machen? Einfach mal durchskippen, so ganz entspannt hier durch Verborgenes Schicksal. So la la. Okay, wir haben eine Reverse-Kampfenergie hier. Sehr stark. Und ein Arbok again. Okay. Okay. Reverse-Kampfenergien, auch eine 2-3-Euro-Karte. Möchte ich nichts gegen sagen. Absolut gar nichts. Und ich würde sagen, wir haben noch 3 Packs. Wir haben bisher einen Shiny-Hit und eine GX. Ich mache ein Ihr seht es zuerst Pack. In der großen Camp. Es hat damals mit Glurak geklappt. Wenn es heute wieder klappen sollte, wäre es fantastisch. So, 4, 5, 6. So, das sollten die Karten sein. Schauen wir mal. Schauen wir, ob es geklappt hat. Ob wir was da hier bei haben oder nicht. Wie gesagt, normalerweise klappt es immer, dass wir was Gutes ziehen. Und wir schauen mal, wie es heute aussieht. Voltoball. Magnetilo! In der Shiny-Version. Sehr stark. Habe ich leider schon. Also ich versuche, das komplette Set zu ziehen. Und Evoli. Doppel-Holo. Läuft. Mir fehlen noch ein paar Normal-Shinies aus dem Set. Das ist Nummer 27, by the way, von 94 aus dem Shiny-Set. Sehr, sehr stark. Okay, 2 Booster haben wir noch. 2 freaking Booster. 1, 2, 3, 4. Come on. Gib uns noch ein Normal-Shiny haben wir jetzt gezogen. Eine GX und eine Full-Art. Alles, was jetzt kommt, ist normalerweise Bonus. Alles, was jetzt kommt, ist normalerweise Bonus. Wir haben ein Mew und ein Blitzer. Okay. Letztes Pack. Ich will mich auf jeden Fall schon mal Danke sagen für eure Aufmerksamkeit und für den krassen Pull, den wir hier heute hatten. Das ist mit einer der teuersten Pulls, die ich in den letzten Monaten hatte, kann ich glaube ich so sagen. Und mal schauen, ob das Feuerzeichen jetzt hier noch was bedeutet. Kann ja möglich sein. Nochmal Sabrinas Vorschlag, das dritte Mal. Sabrina hat vorgeschlagen, die zu öffnen. Aber die Frage ist jetzt, können wir nochmal einen Banger ziehen? Relaxo hier als Reverse und Pinsir
Als GX-Karte. Alright. Alright. Natürlich kann man jetzt sagen, ey, yo, die ETB geschlossen zu halten und 4 Jahre aufzuhaben oder aufzuheben, ist natürlich smarter. Aber ey, mir macht es Spaß, Booster zu öffnen für euch. Und ich glaube, mit dem Pull hat heute keiner gerechnet. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Und öffnet Packs. Oder schaut einfach zu. Macht's gut. Ciao, ciao.